Auch Attribute von einem Klassentyp sind nur Verweise. Eine Klasse kann daher auch ein Attribut vom eigenen Klassentyp haben. Hier im Beispiel hat die Klasse X ein Attribut Next, das wieder vom Klassentyp X ist. Durch dieses Grundmuster kann ein Objekt einer Klasse auf ein anderes Objekt derselben Klasse verweisen. Wir abstrahieren ab jetzt vom Datenspeicher und zeichnen solche verlinkten Strukturen einfach als einzelne Objekte und die Verweise als Pfeile. Die beiden Objekte und die Variable Y sehen dann so aus. Hier nur angedeutet, eine solche lineare Liste oder Linked List kann natürlich beliebig lang werden. Alle wesentlichen Operationen auf einer solchen Linked List beruhen auf demselben Schema zum Durchlauf durch eine Liste. Eine Hilfsvariable wird benötigt, die hier P heißt, P wie Pointer, also Zeiger. Zu Beginn wird P auf das erste Element gesetzt, was nichts anderes heißt als P wird gleich X gesetzt. Der Vorwärtsschritt zum zweiten Element ist ganz einfach. Der Inhalt von P.next wird nach P kopiert. P gleich P.next. Denn wenn P ein Verweis auf das erste Element ist, dann ist P.next ein Verweis auf das zweite Element. Das Schema ist immer exakt identisch. P gleich P.next. Wenn P ein Verweis auf das zweite Element ist, dann ist P.next ein Verweis auf das dritte Element und so weiter. Auf diese Weise kann man die ganze Liste bis zum Ende durchlaufen. Nach dem vorletzten Schritt verweist P dann auf das letzte Element. Der Next-Wert des letzten Elements ist 0. Beim nächsten Schritt bekommt P daher den Wert 0. In diesem Moment muss der Durchlauf durch die Liste natürlich abbrechen, denn der Zugriff auf Attribut Key oder Next würde zu einer Exception führen. Wir kommen zur Implementation in Java. Ein einzelnes Listenelement besteht zweckmäßigerweise einfach aus der abzuspeichernden Information und dem Verweis auf das nächste Listenelement. Die abzuspeichernde Information heißt traditionell Schlüsselwert oder Englisch Key. Durch Java Generics kann der Typ der Schlüsselwerte offen bleiben, vorausgesetzt, es ist ein Klassentyp. Die Liste sollte als Ganzes in einer Listenklasse verpackt werden, die den Zugriff moderiert und Implementationsdetails versteckt. Notwendiges Attribut ist ein Verweis auf den Kopf der Liste, head. Falls die Liste leer ist, ist head gleich 0. Weitere Attribute, wie etwa die momentane Anzahl Elemente, sind sinnvoll, damit nicht erst die Liste zur Bestimmung der Gesamtlänge durchlaufen werden muss, aber nicht unbedingt notwendig. So kurz und knapp kann das Durchlaufmuster in Java implementiert werden. Interface Operator ist selbst gebastelt. In Sprachen wie C, C++ und Java ist die Vorschleife so flexibel, dass Durchlauf durch eine Liste mit Hilfe eines Pointers völlig analog zum Durchlauf durch ein Array mit Hilfe eines Laufindexes formuliert werden kann. Dies ist ein einfaches Beispiel für eine Klasse, die Interface Operator implementiert. Genau gesagt wird in diesem Beispiel nur die Konkretisierung von Operator auf Typ Integer implementiert. Die Anwendung von Methode Operate auf jeden Schlüsselwert beim Durchlauf durch eine Integerliste ergibt als Endergebnis die Summe der Schlüsselwerte. Im letzten Beispiel wurde die Liste in jedem Fall vollständig bis zum Ende durchlaufen. Die wichtigste Variation dieses Grundmusters ist Durchlauf mit vorzeitigem Abbruch. Dieses Beispiel ist eine der wichtigsten Anwendungen. Ein gegebener Schlüsselwert wird in der Liste gesucht. Die Methode gibt True zurück, genau dann, wenn der Wert in der Liste vorkommt. Sobald der Wert gefunden wird, kann die Suche, also die Schleife, mit Break beendet werden, denn es ist dann ja klar, dass True zurückzugeben ist. Kommt die Suche hingegen ans Ende der Liste, ohne den gesuchten Wert zu finden, dann ist der Wert auch nicht in der Liste, daher wird False zurückgeliefert. Beim Einfügen eines neuen Schlüsselwertes in eine Liste ist eine Position vorgegeben, an der der neue Wert einzufügen ist. Position 0 bedeutet vor dem ersten Listenelement. Position i größer 0 bedeutet nach dem iden Element. Position 0 muss gesondert betrachtet werden. Der erste Schritt ist die Einrichtung eines neuen Listenelements mit Operator new. Die Variable tmp wie temporary verweist auf dieses neue Objekt. Über TMP kann dann auch Attribut Key auf den einzufügenden Schlüsselwert gesetzt werden. Attribut Next des neuen Objekts soll dann auf den bisherigen Listenkopf verweisen. Und Head soll schlussendlich auf das neue Objekt verweisen.
Und schon ist das neue Listenelement mit dem ersten Schlüsselwert ganz vorne eingehängt. Wichtig ist die Reihenfolge. Erst wird der Next-Pointer des neuen Listenelements auf den bisherigen Listenkopf gesetzt und erst dann wird Head umgebogen auf den neuen Listenkopf. Andersherum würde es nicht funktionieren. Dann würde zuerst Head auf das neue Listenelement umgebogen, dann gäbe es keinen Verweis mehr auf den bisherigen Listenkopf und die gesamte bisherige Liste wäre verloren. Jetzt betrachten wir Einfügen hinter einer Position i größer 0. Um zur Position i zu kommen, muss wieder das Grundschema für Listendurchlauf mit vorzeitigem Abbruch angewandt werden. Das heißt, ein Pointer p durchläuft die Liste bis zum Element auf Position i und bleibt dort stehen. Ist die Position i größer als die Listenlänge, muss die Schleife beim Erreichen des Listenendes abgebrochen werden und der neue Wert kann nicht eingefügt werden wegen falscher Position. Im Bild gehen wir von dem Fall aus, dass die Position tatsächlich in der Liste vorhanden ist und p wurde bis zum Element auf dieser Position vorgerückt. Jetzt passiert praktisch dasselbe wie beim Einfügen am Listenanfang. Zuerst wird ein neues Listenelement kreiert und der Schlüsselwert auf den einzufügenden Wert gesetzt. Dann wird der Next-Pointer des neuen Elements auf das Element an Position i plus 1 gesetzt. Schließlich wird der Next-Pointer des Elements an Position i auf das neue Listenelement gesetzt. Damit ist das neue Listenelement korrekt in die Liste eingehängt. Auch hier ist wieder aus denselben Gründen die Reihenfolge der Pointersetzungen wichtig. Der Fall, dass das neue Element am Ende der Liste anzuhängen ist, braucht eigentlich gar nicht gesondert betrachtet zu werden, sondern ist in diesem Fall enthalten, denn dann steht eben einfach 0 anstelle des nächsten Elements. Die Operationen sind exakt dieselben und führen auch in diesem Fall zum korrekten Ergebnis. Löschen des ersten Elements ist ganz einfach. Der Zeiger head auf den Listenkopf wird einfach vom ersten auf das zweite Element verbogen. Head gleich head.next. Das erste Element wird quasi ausgekoppelt. Zum Löschen eines anderen Elements muss die Liste wieder mit Hilfe eines Pointers p durchlaufen werden. Allerdings muss immer auf das nächste Element vorausgeschaut werden, also das, worauf p.next verweist. Abbruchbedingung ist, dass entweder p.next gleich 0 ist oder p.next den zu löschenden Wert enthält. Im ersten Fall können wir sicher sein, dass das zu löschende Element gar nicht in der Liste ist, also nichts zu tun ist. Der zweite Fall, dass p.next den zu löschenden Wert enthält, ist im Bild dargestellt. Auch in diesem Fall ist das Löschen sehr einfach. p.next wird auf das übernächste Element verbogen, das nächste Element wird wieder ausgekoppelt. Bei einer Linklist hat jeder Knoten genau einen Verweis auf einen anderen Knoten desselben Klassentyps. Linklist lassen sich rekursiv definieren. Rekursionsanker, 0 ist eine Linklist. Rekursionsschritt, wenn ein Knoten auf den Kopf einer Linklist verweist, dann bilden beide zusammen ebenfalls eine Linklist und dieser Knoten ist der Kopf dieser neuen Linklist. Zum Suchen in einer Linklist wird eine Hilfsvariable p des Knotentyps eingerichtet, p wie Pointer. Invariante ist, dass p nach i größer gleich 0 Iterationen auf den Listenknoten an der Position i plus 1 verweist und keiner der Listenknoten an den Positionen 1 bis i das gesuchte Element enthält. Daher wird p zu Beginn der Suche auf den Kopf der Liste gesetzt und in jeder Iteration zum Nachfolge des jeweils aktuellen Listenknotens umgesetzt. Diese Invariante garantiert, dass, falls das Element nicht gefunden wurde und p schlussendlich hinter das Listenende kommt und Wert 0 hat, dass dann das gesuchte Element auch tatsächlich nicht in der Liste ist. Wenn ein neues Element hinter einer Position i in einer Linklist eingefügt werden soll, dann gibt es zwei Fälle. Ist die Position i gleich 0, dann wird der neue Listenknoten einfach als neuer Kopf vorne in die Liste eingehängt. Ansonsten lässt man einen Pointer wie bei der Suche vom Kopf bis zu dem Listenknoten wandern, der in Position i steht. Dann hängt man den neuen Listenknoten dahinter in die Liste ein. Einhängen heißt in beiden Fällen, dass man zuerst den neuen Listenknoten auf den Listenknoten an der Position i plus 1 verweisen lässt, beziehungsweise auf 0, wenn i die letzte Position in der Liste ist. Erst danach, und die Reihenfolge ist wichtig, erst danach lässt man den Listenknoten an Position i auf den neuen Listenknoten verweisen. Beim Löschen eines Elements aus einer Linklist
gibt es dieselben beiden Fälle wie beim Einfügen und noch einen dritten Fall, der auch beachtet werden muss. Falls das zu löschende Element im Kopf der Liste ist, erster Fall, wird der Kopf einfach aus der Liste ausgehängt. Ansonsten, zweiter Fall, lässt man wie beim Suchen und Einfügen einen Pointer vom Kopf über die Liste wandern, diesmal aber stoppt das Wandern auf den Listenknoten vor dem Auszuhängenden. Die Invariante ist, dass nach i größer gleich 0 Iterationen der Pointer auf dem Listenknoten an Position i plus 1 steht und keiner der Listenknoten an den Positionen 1 bis i plus 1 enthält das zu löschende Element. Was heißt Aushängen? Aushängen heißt, dass der Verweis vom vorangehenden Listenknoten auf den auszuhängenden Listenknoten umzusetzen ist, beziehungsweise 0, falls es keinen nachfolgenden Listenknoten gibt. Das heißt, der auszuhängende Listenknoten wird praktisch übersprungen. Im Gegensatz zum Einfügen gibt es noch einen dritten Fall. Wenn der Pointer schlussendlich auf dem letzten Listenknoten steht, dann sagt die Invariante, dass das zu löschende Element garantiert nicht in der Liste ist. Und dann ist auch nichts mehr zu tun. Beliebig komplexe Strukturen lassen sich in Java aufbauen durch Klassen, die Attribute vom eigenen Klassentyp enthalten. Das heißt, ein Objekt der Klasse enthält ein oder mehrere Verweise auf andere Objekte derselben Klasse. Diese anderen Objekte verweisen wieder auf Objekte derselben Klasse und so weiter. Jede solche Kette von Verweisen zügelt entweder oder sie endet mit dem Wert 0. Objekte von einem solchen Klassentyp in verzeigerten Strukturen heißen Knoten. Verzeigerte Strukturen werden zum Beispiel als Alternative zu Arrays verwendet, also um geordnete oder sortierte Sequenzen zu implementieren. Der Grund ist, dass man hier im Gegensatz zu Arrays neue Elemente einfügen und auch Elemente entfernen kann. Nachteil ist allerdings, dass man in verzeigerten Strukturen nicht wie in einem Array mit dem Index gezielt auf ein Element zugreifen kann, sondern man muss immer vom Einstiegspunkt aus die verzeigerte Struktur bis zum gesuchten Element durchlaufen. Kürzeste Pfade oder minimal spannende Bäume zeigen beispielhaft, dass es auch noch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten für verzeigerte Strukturen gibt.